Die tägliche Turnstunde heute aus dem Ballsportzentrum Bernoulli-Straße mit einer Ballsportlerin, allerdings eine, die wenig in der Halle, sondern hauptsächlich, glaube ich, im Freien spielt. Das ist Fiona Felber. Hallo Fiona. Hallo. So sehen professionelle Hockeyspielerinnen aus. Sie ist Nationalteamspielerin, eine der erfolgreichsten und größten Talente Österreichs bei den Damen. Spielt auch in der Damen-Nationalmannschaft. Wir werden gleich hören, was die Fiona alles zu erzählen hat aus ihrem Leben, vom Hockey und was sonst noch dazu gehört. Wie immer am Beginn unserer Sendung aber eine Bewegungsübung von Annika und Steffi, bitte. Ja, diesmal haben wir euch eine Stabilitätsübung mitgebracht, die man auch in verschiedenen Schwierigkeitsgraden ausführen kann. Wir sehen, die Steffi steht auf einer sehr instabilen Unterlage. Meine Fläche ist noch ein bisschen größer, aber auch ein bisschen wackelig. Man kann einfach da mal mit beginnen, hüftbreiter Stand, leicht gebeugt. Und man schließt einfach mal die Augen ganz zu Beginn und zu schauen. Dann kann man das steigern, indem man sich auf ein Bein stellt, schaut, wie geht es einem mit dem Untergrund. Man kann auch die Arme dazu verwenden, das Gleichgewicht zu finden. Wenn man das schon gut kann, kann man auch in die Standwaage gehen. Die Übung kennen wir bereits. Man sieht, der Fuß arbeitet schon recht stark bei dieser Übung. Auch immer wichtig, Nabel nach innen ziehen, Bauch anspannen und achten, dass die Hüfte nicht nach außen kippt. Genau, man kann verschiedene Variationen ausprobieren, einfach immer wieder darauf achten, dass das Gleichgewicht gehalten wird und so kann man sich da herantasten. Also Gleichgewichtsübung, wieder was gelernt, Fiona. Bist du auch eine, die wirklich brav täglich ihre Bewegungseinheiten macht in aller Früh oder so? Ja, also eigentlich schon, also in der Früh nicht, aber ich habe so ziemlich jeden Tag Training, vor allem jetzt, wo ich nicht mehr in die Schule gehe, sondern also die Matura geschafft habe und jetzt arbeite. Dankeschön. Und genau, jetzt studiere ich auch, das heißt, es ist für mich möglich, jeden Tag zu trainieren und zum Training zu gehen und somit zu versuchen, jeden Tag eben Sport zu machen. Sind wir schon mittendrin? Welche Schule hast du erfolgreich abgeschlossen? Die Astgasse, das Goethe-Gymnasium, okay. mit einem sportlichen Schwerpunkt. Okay, und was machst du jetzt beruflich oder was hast du vor, was wirst du machen? Also jetzt derzeit arbeite ich geringfügig, also 10 Stunden die Woche beim NAVAX. Mhm. Das ist eine Firma, die uns auch sponsert, also unseren Verein. Und nebenbei, also neben dem Studium arbeite ich und ich studiere eben Bildungswissenschaften. Bildungswissenschaften, okay. Ich bin ahnungslos. Was macht man mit Bildungswissenschaften? Ja, da kann man verschiedene, also wenn man fertig ist mit dem Studium, kann man in verschiedenen Bereichen arbeiten. Man kann in die Wissenschaft rübergehen, also ins Bildungsministerium zum Beispiel. Man kann aber auch in die Pädagogik. Was hättest du vor? Was würdest eher du gerne ins machen? Pädagogische. Mhm. Und da, was konkret? Das weiß ich noch nicht. Etwas mit Kindern? Ja, eventuell. Voraussichtlich, aber das weiß ich noch nicht. Ja. Du hast den Verein angesprochen, das ist der AHTC, einer der erfolgreichsten und größten Hockeyvereine Österreichs. Wie kam es? Ich meine, man muss das vielleicht dazu sagen, ich kenne die Familie Felber ein bisschen über viele Jahre. Ihr Papa war beim ORF oder ist noch immer beim ORF. Wir waren lange gemeinsam in der Sportredaktion. Der Großvater war in der ORF-Sportredaktion lange Zeit Produktionschef. Der Onkel Rossi spielt heute noch mit mir manchmal Fußball und war lange Zeit ein ORF-Sportregisseur. Also du bist gar nicht, es ging gar nicht anders, als du beim Sport landest, oder? Ja, schon. Aber ich kenne keinen in deiner Familie, der Hockey spielt. Ja, also ich bin über viele Ecken zum Hockey gekommen. Meine Mama hat noch von früher einen Schulfreund, der eben beim Verein sehr tätig ist, der Papa, der Peter Proksch. Mhm. Und genau, also einmal hat der uns einfach gesagt, ja, wir sollen mal zum Training kommen, wie es mir taugt. So konnten sich auch meine Eltern, also meine Mutter mit ihm treffen und auch mit den älteren Schulfreunden treffen. Und er meinte dann eben, dass ich Talent habe und dass er es gut fänden würde, wenn ich im Verein spielen würde. Und war irgendwann was anderes auch im Blickfeld? Ja, also Früher habe ich sehr viele verschiedene Sportarten gemacht. Ich habe begonnen mit Ballett, bin dann ins Schwimmen übergegangen, war aber auch ein paar Monate in einem Turnverein. Mhm. Und dann, als ich eben älter in der Pubertät, habe ich dann Hockey gespielt und nebenbei bin ich auch noch Ski gefahren. Aber dann schlussendlich wurde es dann das Hockey. Dein Vater ist Moderator bei Fußballsendungen, ist im Winter Skimoderator. Also da geht's. Und vor allem, was ich natürlich weiß, Papa war ein sehr guter Läufer und sogar Triathlet. Also sozusagen die Ausdauersportart, das hat dich auch nicht interessiert.
Ja, also Hockey ist ja auch eine Ausdauersportart, also okay. So ist es ja nicht. Aber ich habe auch, also früher war ich auch oft, sind wir oft Läufe gelaufen, also als ich kleiner war mit meinem Bruder, also so Wettkämpfe. Aber das war jetzt nichts, was ich auf Dauer machen wollte. Apropos Bruder, der ist Fußballer geworden. Bist du stolz auf ihn? Ja, macht sehr. Das gut? Ja, schon. Ja. War ja bei Rapid, glaube ich, im Nachwuchs und ist jetzt momentan beim FAC. Genau. Wie geht's also, ihm da? Ja, sehr gut. Er ist zufrieden und ich glaube, es ist auch gut für ihn, dass er einmal eine Abwechslung hat. Also jetzt, weil er ja seit er klein ist beim Rapid, also seit der U8, glaube ich, spielt er bei der Rapid und jetzt ist es, glaube ich, ein guter Wechsel, wenn er mal woanders spielt. Mhm. Bist du demzufolge ein Rapid-Fan gewesen oder musste man das sein? Also ich muss ehrlich sein, ich beschäftige mich nicht so viel mit Rapid. Also wenn mein Bruder spielt, schaue ich ihm schon öfters zu, aber ich persönlich habe da jetzt keine Favoriten. Viel wichtiger, schaut er dir noch zu? Ab und zu, ja. Also nicht oft. Ja, wenn er halt Zeit hat, aber er versucht, also bei wichtigen Matches, also es sind alle Matches wichtig, aber zum Beispiel beim Final Four, wenn es um die Meisterschaft geht, da schaut er schon, dass er zuschauen kommt. Jetzt erzähl über den AHTC. Ja, also der AHTC, ich spiele seit ich Hockey spiele, also seit ich 8 bin beim AHTC und ich muss sagen, seitdem ich dort bin, fühle ich mich eigentlich sehr, sehr wohl. Die Mannschaften sind, also meine Teamkameraden, ich verstehe mich, seit ich angefangen habe, in jeder U mit jeder mit jedem Spieler, natürlich mit manchen mehr, mit manchen weniger. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wenn man in einer Mannschaft ist, sich mit jedem versteht und mit jedem klarkommt. Und vor allem die Trainer sind auch sehr wichtig. Also sie sind, seit wir, also bei jedem Training schauen sie auf jeden einzelnen Spieler, wie es denen geht und auch auf die eigene Entwicklung, also dass sich jeder weiterentwickelt und sie vernachlässigen dann niemanden. Also das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Wie viele Trainingseinheiten hat man mittlerweile beim Hockey? Also ich im Verein habe 2 bis 3 Trainingseinheiten und dann noch zusätzlich mit dem Nationalteam auch 2. Okay, also es ist sozusagen ein Amateursport mit ein bisschen mehr Aufwand. Ja, also man kann es natürlich auch wie ein Leistungssport betreiben, wenn man die richtige Einstellung dazu hat. Und genauso, wenn man eben jeden Tag trainiert, denke ich schon, dass man das auch als Leistungssport bezeichnen kann. Bist du so ehrgeizig, dass du sagst, du möchtest auch einmal ins Ausland gehen, zum Beispiel nach Deutschland, wo Hockey ja wesentlich populärer ist als in Österreich? Ja, möchte ich schon. Wie macht man das? Wie geht man das an? Puh, das ist eine gute Frage. Ich bin noch nicht so weit. Also ich bin jetzt. Du bist noch sehr jung. Also ja, genau. Zeit, ich bin jetzt noch in Österreich. Aber wenn es mal so weit ist, werde ich mich da schon gut erkunden, einen guten Verein suchen und wirklich schauen, dass ich mich gut weiterentwickle. Gibt es nicht vielleicht ein paar routinierte Spielerinnen, vor allem auch in der Nationalmannschaft, in der du ja mittlerweile bist, die dir da ein bisschen helfen können, wo du mit denen redst und sagst, okay, sag's mir mal, wie komme ich denn dorthin, wer kennt welchen Manager? Oder gibt es im Hockeysport noch gar keine Manager in dem Sinn, so wie es zum Beispiel bei deinem Bruder im Fußball der Fall ist? Ja, also es gibt natürlich ein paar Spielerinnen, die auch im Ausland jetzt tätig, also Hockey spielen, aber auch allein unser Nationalteamtrainer, der Chris Faust, ist sehr bekannt in Deutschland und ich glaube, der kann mir da auch sehr gut weiterhelfen. Wir machen eine ganz kurze Pause, weil es gibt noch einmal eine Bewegungsübung von Steffi und Annika. Die sind schon bereit. Was habt ihr euch noch überlegt in Sachen, ja, geht weiter mit der Koordination da auf dem Ding? In Erweiterung zur vorigen Übung haben wir uns jetzt auch die Schuhe ausgezogen, denn ohne Schuhe haben wir einfach ein besseres taktiles Feedback. Der Fuß muss auch mehr arbeiten und hier bei den Stabilisationsübungen ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Man kann auch zu zweit Übungen machen, man kann sich Bälle zuwerfen, Einbeinstand. Man kann eben wieder in die Standwaage gehen oder eine Übung, die ich sehr gerne mache, der Butter, wie ich ihn nenne, versuchen, das Bein über das andere zu legen, aufpassen, denn das Gesäß anspannen. Man sieht schon, es wackelt. Und es dehnt auch den hinteren Oberschenkel und auch ein bisschen das Gesäß. Einfach versuchen, wieder aufrichten und einfach ausprobieren. Das ist das Wichtigste. Stabilisationsübungen sind auch sehr wichtig für die Sturzprophylaxe und das ist für jedes Alter wichtig. Also das war jetzt schon eine recht anspruchsvolle Geschichte. Sehr anspruchsvoll sind aus meiner Sicht auch die Regeln beim Hockey. Ich habe bis heute nicht 100% durchschaut, wann es einen, wie heißt das bei euch, Strafschlag oder wie heißt das? Kurze Ecke. Kurze Ecke, okay, die kennt man, aber es wird immer wieder während des Spiels abgebrochen, abgepfiffen. Also wenn ein Vergehen ist. Wenn ein Vergehen ist, ja genau, wie nennt sie das, Regelpfiff?
Gegenpfiff. Gegenpfiff nennt sie das, okay, Gegenpfiff. Ja. Wann hast du begonnen zu durchschauen, wie das ist? Weil es gibt ja verschiedenste Regeln, die der Laie überhaupt nicht kennt. Also den Schläger muss man, glaube ich, immer am Boden haben. Oder erzähl mal ein bisschen. Also was sind so die Kernpunkte? Also es ist so, dass ich habe ja relativ früh mit dem Hockey begonnen. Das heißt, ich habe relativ früh auch die Regeln gelernt. Und auch in der U9 ist es wichtig, dass man die Regeln kennt. Das heißt, früher, also wo ich begonnen habe, war es auch unseren Trainern wichtig, dass wir eben wissen, was wir spielen, wieso wir das so spielen, wieso gepfiffen wird, wieso Hockey einfach so ist. Und also es ist so, dass wenn ein Gegenpfiff ist meistens dann, wenn man etwas macht, was nicht erlaubt ist. Das ist zum Beispiel, wenn man den Ball auf den Fuß bekommt. Also das ist ganz klar. Das ist noch für den Laien noch erklärbar. Ja? Dann, wenn man den Schläger berührt, also wenn man einen Stockschlag macht, also berührt ist jetzt übertrieben gesagt, aber wenn man quasi den anderen Schläger schlägt, Stockschlag. Das ist ähnlich wie beim Eishockey, das kann man auch noch irgendwo erklären. Aber es gibt dann auch so Dinge, wo du den Ball irgendwie nicht abdecken darfst oder wo man nicht drüber greifen darf. Oder? Genau, das ist, man darf den Ball sozusagen nicht sperren. Das ist, wenn man den Schläger die ganze Zeit so führt, dass der andere quasi nicht mal zum Ball hinkommt. Dann gibt es noch beim Schläger, für alle, die es nicht wissen, es gibt bei einem Hockeyschläger eine runde und eine flache Seite. Man darf den Ball nur mit der flachen Seite berühren. Das heißt, wenn man den Ball mit der runden Seite berührt, ist das Backsticks und dann ist es eben so ein Gegenpfiff. Und da behält man trotzdem noch den Überblick. Ja, also wenn man das... Es braucht schon ein paar Jahre, oder? Nein, also eigentlich nicht, weil wenn man jeden Tag trainiert und jedes Wochenende ein Match hat, kommt man da rein und man hat das eigentlich relativ schnell. Erzähl uns noch ein bisschen was über das Nationalteam. Da bist du ja auch mittlerweile drin. Ich glaube, da warst du im Nachwuchs ja auch schon. Wie geht es dir dort? Was habt ihr dort für Ziele? Wie geht es weiter? Ja, also dort geht es sehr gut. Also es war bisher sehr gut und ich glaube, es wird auch gut weitergehen, weil wir jetzt, also wir haben viele Ziele vor Augen. Uns ist jetzt einmal zuerst wichtig, dass wir unsere Athletik verbessern, dass wir athletisch topfit werden, sodass wir auch mit den internationalen Mannschaften mithalten können. Und ist da der größte Unterschied, was die Athletik betrifft? Also technisch ist es gar nicht so gravierend, sondern es geht vor allem um die Athletik. Ja. Was ist das Wesentliche? Was musst du verbessern? Ich glaube, das ist bei jedem Spieler individuell, was er verbessern muss. Jeder hat woanders seine Stärken und Schwächen. Wo hast du deine Stärken? Puh, gute Frage. Ich glaube, es kommt darauf an, gegen welchen Spieler man spielt. Aber ich glaube, meine Stärken sind schon eher bei der Technik und bei der Ausdauer. Und die Schwächen? Schwächen? Ich glaube, das kommt auch sehr auf die Situation an. Ich könnte jetzt nicht so sagen, was meine Schwächen sind, aber ich glaube auf jeden Fall, dass ich, was die Schnelligkeit betrifft, schneller werden kann. Okay. Aber du wirkst auch, wenn ich das sagen darf, als alter Mann ziemlich zart. Also du bist jetzt nicht so eine ganz kräftige. Und ich bilde mir ein, bei den letzten Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen holländische, deutsche und asiatische Spielerinnen gesehen zu haben, die unglaublich körperbetont schon sind und viel Kraft haben. Und entwickelt sich der Hockeysport in die Richtung? Nein, ich glaube, es ist im Hockeysport nicht wirklich so wichtig, wie breit man ist, wie massiv man ist, weil man ja im Hockey, vor allem im Landhockey, nicht wirklich körperlich spielt. Also natürlich ist es gut, wenn man robuster ist, aber sobald man zu viel Körperkontakt hat und der andere fällt hin, ist es dann meistens auch ein Foul, also ein Gegenpfiff. Was hast du für Ziele? Wo willst du hin? Also du willst, wenn du es schaffst, ins Ausland, oder? Genau. Wohin? Hast du denn eine Idee? Ja, ich denke, dass Deutschland mal vorübergehend eine gute Idee ist. Ja. Und in Österreich wird es ewig der AHTC bleiben? Ja. Gibt es eine Rekordspielerin beim AHTC? Also eine, die, weiß ich nicht, 20 Jahre schon spielt oder so? Und du bist dann die nächste Rekordspielerin? Ja, also es gibt die Karin Tschech-Proksch. Die hat letztes Jahr, haben wir die Meisterschaft gewonnen, den Meistertitel. Und ich glaube, das war auch ihre letzte Meisterschaft. Also ich weiß es nicht genau, aber die spielt schon sehr lange im Damen. Und ist ein bisschen ein Vorbild? Ja. Mal schauen, wie es weitergeht. Ja. Ich bedanke mich, dass du da warst. Wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Lass mir den Papa schön grüßen, deine liebe Mutter, die ich ja auch ganz gut kenne, und deinem Bruder natürlich auch. Halt mir auch die Daumen. Und er soll ein bisschen öfter Hockey schauen gehen. Ja. Okay. Gut. Und wie immer am Abschluss noch eine Meldung. Normalerweise haben wir Programmhinweise. In dem Fall ist es aber eine spannende Meldung, die zeigt, wie vielfältig das Programm des ASGWRC Wien im Sport ist. Für 100 Schülerinnen und Schüler aus Wiener neuen Mittelschulen, wie das so schön heißt, geht es auf eine gratis Schnupperwoche. Gemeinsam mit dem Tourismusverband Obertauern
Und Plagos bringt nämlich der ASQVRC Wien die Jugendlichen auf die Piste, und zwar gratis im Rahmen einer Verlosung beim Check Your Limits Sporttag am 9. Oktober hier in der Bernoulli-Straße wurden die Gewinnerklassen ermittelt. Und ich sage es auch gleich, es sind folgende Schulen, wo eine Klasse gratis einen Skikurs in Obertauern machen darf. Die NMS Jochbergengasse, die NMS Spielmanngasse, die SMS Wien 10 Wendstadtgasse und die NMS Papstgasse. Und einen Bericht dazu gibt es natürlich auf der Homepage www.askwrt.wien. Das war's für heute. Tschüss, ciao. We'll be right back.